Mainzer. Und wieder einmal treffen wir uns in diesem Jahr hier im Kölner Stapelhaus zu dem diesjährigen Sommerfest der Kanarischen Geißböcke. Und ja, was soll ich sagen? Es sieht fast so aus, als hätten Sie das schöne Wetter aus den Kanaren mitgebracht. Ja, das ist so. Es sind ja viele hier. Von da aber 90% sind ja fast Köln oder aus der Umgebung. Die waren im Dom heute schon mal und gestern zum Teil, die hier sind. Und dann tun die was in den Opferstock und da rufen wir oben an. Und jetzt haben wir schönes Wetter. Wie jedes Jahr. Wir sind zum dritten Mal hier, immer schönes Wetter gehabt. Wirklich traumhaft. Können Sie uns denn schon etwas über das Programm erzählen, was uns heute hier erwarten wird? Ja, unter dem Motto, da lassen wir lachen, tanzen und springen, machen wir heute einen Liederabend von 20 bis ca. 23 Uhr mit bekannten Kölner Kräften. Ich will noch nichts verraten, das werden Sie ja im Laufe des Abends auch sehen. Alles Spitzenkräfte und wir werden eine wahrscheinlich fantastische Stimmung hier wieder haben. Und als erste Band dürfen wir heute die Original Kanarienvögel begrüßen. So, und damit auch mit einem von fünf heute unterwegs sind. zum gleichen Preis machen können.
Und da gilt auch mal ein Dank ans Haus hier, an den Frank Markus, an die Geschäftsleitung, die wieder uns mit dem Preis und allen Dingen entgegengekommen sind, dass wir diesen Preis auch in diesem Jahr wieder halten können. Ein herzliches Dankeschön an die Gastronomie und an den Franz. Dankeschön. Es geht nichts über Köln. Ich möchte euch heute mein Lied vorspielen, was mein Partner damals, der Werner Kepper damals gemacht hat. Das ist genauso schön wie der Kölsch. Ja. Super. Auch Sie sind wie jedes Jahr zum vierten Mal bereits, wie ich mitbekommen habe, hier zu Gast bei dem Sommerfest der Kanarischen Geißböcke. Und gleich mal die Frage, am 15. März hatten Sie ja Ihren Geburtstag und gleichzeitig Ihr 66. Bühnenjubiläum. Und ich frage jetzt einfach mal, der Herr Blüm, der hat ja eine Laudatio für Sie dort gehalten. Wie war denn das Gefühl für Sie? Das ist ein Gefühl, da merkt man, dass man Freunde hat. Er hat sehr gut über mich gesprochen. Kann auch sein, dass ich ihn nie angepumpt habe. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er sehr gut über mich gesprochen. Wir sind auch befreundet. Ja. Das sind echte Freunde, stand zusammen. Das ist nicht meine Gala gewesen. Das war ein Galaabend, wo sie mich geehrt haben. Die haben mich also praktisch eingeladen als Ehrengast und haben mich dann da geehrt auf der Gala. Mhm. Ja, das war eine sehr schöne Sache und das haben wir wirklich sagen. Und man kann auch nicht vergessen, dass es schön war. 66 Jahre auf der Bühne, das ist auch definitiv mal ein Grund zu feiern und das kann man auch durchaus so ehren. Aber es ist auch sehr schön, dass Sie heute wieder hier sind und wie ich das so mitbekomme, ja, jeder kennt Sie hier. Sie sind ja quasi mit zu der großen Familie hier. Ja, ich bin eine Kölsche Jung, da müssen wir durch. Ja, ja. Ich bin auch froh, dass ich Sie mal kennengelernt, vor Jahren schon kennengelernt auf Gran Canaria und wir haben viel Spaß gehabt. Ich war auch schon mal da und da war ich auch voriges Jahr eingeladen. Einen kleinen Auftritt zu machen, haben die mich eingeladen, Hotel, wollten wir alles bezahlen, alles kein Problem, Flur, da ist meine Frau krank geworden, dann mussten wir leider absagen. Dann habe ich halt am Arsch dann bei euch vorher einen kleinen Auftritt von einer halben Stunde. Ne? Und heute mache ich hier den Anfang, ein bisschen untermalen, bevor das ganze Zirkus losgeht hier. Ja. Dann ist damit auf jeden Fall schon mal ein kleiner Programmpunkt verraten worden. Weil vieles wird hier geheim gehalten und wir sind alle sehr gespannt darauf, was noch kommen wird. Aber Sie sind ein Teil davon auf jeden Fall. Ich mache höchstens 10 Minuten. Das ist eine Einleitung anfangen. Eine sehr schöne Einleitung. Einen schönen Club, den ich rumtrage. Und wenn man guckt, was aus dieser Idee entstanden ist, welche namhaften Leute, Gäste, tolle Leute hier sind, wie zum Beispiel Hans Hüper und so weiter. Es geht ja gleich noch weiter. Ich darf nichts verraten. Ich weiß, wer kommt. Ich finde das einfach nur klasse, dass man aus einer Idee, einer Theke, sowas aufziehen kann.
Bevor das Spiel losgeht, bin ich der Meinung, wir sollten ein bisschen die Kölsches machen. Sind jetzt ganz gut, für die Ständer da. Es hat angefangen vor 5 Jahren mit einer Schiffstour. Als zweites waren wir im Geisbockheim und 3 Jahre machen wir das jetzt hier schon im Stapelhaus. Und das ist, denke ich, schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Da sieht der Mann wieder jung aus und ein Arzt, und einen schwarzen Arzt, und hat gejellt, da könnte der Arzt auf dem Opa. Dann haben sie mal einen schöpfen Jungen. Da habe ich doch vertreten, ausgegraben. Da hat eine Wiese Arzt an. Ich war bestimmt von der Prinzen, ja, ich weiß nicht. Uns ganz besonders, dass wir den Präsidenten des 1. FC Kölns hier bei uns begrüßen dürfen, den Herrn Spinner. Und wie ich gerade mitbekommen habe, sind Sie ganz frisch jetzt von der Saisoneröffnung, von der Feierlichkeit hierher gekommen, worüber uns natürlich ganz besonders freuen. Und ja, vielleicht möchten Sie uns einfach erzählen, wie sind Sie überhaupt hier zu uns gekommen und gibt es vielleicht Neuigkeiten, die Sie uns erzählen möchten? Ja, erstmal komme ich gerade, wie Sie richtig sagen, von der Saisoneröffnung, wo 40.000 Fans den 1. FC Köln bejubelt haben. Und das ist das schon was Besonderes. Wenn ich so an denke,
dritter Kölner, bekannt aus Fernsehen, vom Karneval nicht mehr wegzudenken und überhaupt. Und sehr schön, dass trotz des knappen Zeitplanes selbst im Sommer der Weg hierhin gefunden worden ist. Vielen Dank, ist wunderschön hier. Ich liebe die Geizböcke aus Gran Canaria. Und letztes Jahr war hier die Hölle los und das wollen wir wiederholen. Das heißt, auch letztes Jahr waren Sie schon hier gewesen? Absolut, ja. Das ist ja sehr schön, dass Sie auch dieses Jahr wieder da sind. Ja, das hat sich halt so ergeben. Ich kann nur sagen, einmalig klasse, ich freue mich und wir machen jetzt gleich richtig Rambazamba. Da ist wirklich so. Wenn wir da sind, da fühlen wir uns immer so wohl. Ob da jetzt ein Dortmunder ist, ein Bremer ist, ein Düsseldorf, das ist, Entschuldigung, scheißegal. Spaß an der Freude haben, das ist unser Lebensmotto. Das Köpi-Eck kennen Sie? Ja, sehr gut. Das Köpi-Eck kennen wir auch, oder kenne ich auch, ja. Und Sie sind das wievielte Mal jetzt hier schon mit dabei? Ich würde sagen, das vierte Mal. Na, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Und auch heute Abend, also, wunderbar wie immer. Ich muss ganz ehrlich sagen, heute Abend genieße ich es sehr. Es ist eine ganz tolle Stimmung. Und ja, es macht mir sehr viel Spaß. Und ihr wart wiederum, habe ich gesagt, ein tolles Publikum. Und das macht mir direkt, wenn eine Künstler auf der Bühne steht und das Volk geht, wird die Fahne einem zu. Ja, der Mann, der ist ja Frankier, der kommt ja aus Arbeiter-Adresa. Das ist ja gar nicht so einfach. Das ist quasi so schlimm genüssen worden. Aber liebe Leute, wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken. Das ist auch schon mehrmals bei uns, auch schon mal in Gran Canaria. Es wäre mal schön, wenn du den Zwitter der Dirty Apple gönnst und den Zwitter die Insel küsst. Von Alsen, die Fabi und der Rudi würden sich freuen, dich dann uns zu grüßen. Und ich verspreche dir, ich laufe dann den Weg mit zum Bus. Ich fahre dann jetzt mit dem Taxi. Ja, und es war großartig für euch zu sehen. Werden wir die Böse, das muss hier 49 Minuten auf der nächsten Bühne stehen. Sehr bedanken. Danke, Hans, der Doktor, wir haben es hier geschafft. Ja, liebe Freunde, bedanken uns bei dem Eintracht mit einer Letzte.
auch das erste Mal hier dabei oder auch schon des Öfteren? Schon immer. Ich bin Ehrenmitglied hier. Bei dem Ehrenmitglied? Ich war dieses Jahr in Gran Canaria zum Auftritt. Na, das ist ja Wahnsinn. Und heute auch wieder hier, weil hier ist ja ein Programmpunkt nach den anderen. Und es ist ja wunderschön, dass ihr auch mit dabei seid. Ja, das freut mich auch sehr. Ich habe eine sehr enge Beziehung zum Jürgen Mainzer. Und daher bin ich auch hier. Und war sehr erfreut, wie man auf den Kanarischen Inseln feiern kann, und zwar Kölner Karneval. Also lohnt es sich definitiv, nach Gran Canaria zu fahren und das dort einmal anzutesten? Ja, da denke ich schon, ja, natürlich. Wir singen ja schon die Paella oft genug. Dann freuen wir uns nachher auf jeden Fall auf den Auftritt und sind gespannt, wie es wird. Wir sind immer willkommen, obwohl wir unseren Sohn im Rollstuhl haben. Immer alles super da, alles easy, immer. Wie gesagt, wir haben den Sohn im Rollstuhl, wir sind trotzdem immer willkommen und das ist für uns schon sehr wichtig. Hallöchen. Kurt Feller. Hallo. Also jetzt bekannt von den Räubern, heute Abend aber, ja, ich will nicht sagen inkognito, aber zivil hier. Richtig? Ja, so mehr oder weniger. Wir kommen gerade vom Auftritt in Stammheim und jetzt feiern wir ein bisschen. Das ist ja schön. Man hat ja gehört, letztes Jahr warst du auch schon hier. Ja, ich bin eigentlich jedes Jahr schon mit da. Wir haben auch schon Schiffstour zusammen gemacht. Ja, wir kennen uns gut von Gran Canaria. Da habe ich auch eine Wohnung und verkehre auch viel beim Rudi. Also wir sind schon richtige Weggefährten. Auftritt in Stammheim war gut, voll Besucher? Es war gut, es war voll besucht. Das Wetter hat mitgespielt, die Leute waren gut drauf und jetzt sind wir gut drauf und feiern, wie gesagt, ein bisschen. Haben wir verdient. Das denke ich mir doch auch. Ne? Dann sage ich jetzt einfach mal, macht euch noch einen wunderschönen Abend. Und ich hoffe, wir sehen euch in Brühl auf jeden Fall wieder bei den Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen. Seid ihr ja immer sehr gerne gesehen. Wir sind auch Anfang September in Brühl sogar zum Auftritt. Anfang September wo? Bei wem in Brühl? Ich glaube, es ist im Tanzsportzentrum, soweit ich weiß. Im Tanzsportzentrum. Ja, dann freuen wir uns doch auf den nächsten schönen Auftritt und dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Abend. Dankeschön. Gleichfalls. Jo, tschüss. Bitte. Ich gerade am Umziehen, ja, da muss ja wieder helfen. Ne? Sagt die junge Mann, die Anne wird richtig Händchen dafür. Ne? Habe ich schon wieder Lob gekriegt. Und da wurde jetzt gerade eben geholfen, oder was? Ja, da beim Umziehen. Also das ist jetzt der nächste Programmbogen. Ja, die Domhetzje. Die Domhetzje kommen jetzt. Thank you.
Patricia? Ja. So, man hört ja schon eine ganze Menge von euch beiden. Ihr wart jetzt vor kurzem auf Mallorca, hörte man. Auf Mallorca? Nee, wir waren da wurde unser Mallorca. Video, unser Video-Channel wurde da gedreht. Ja. Ja, Bärschen hat da Domherzer TV gegründet, um von unserem Konzert am 3.9. zu berichten. Ah, das Konzert am 3.9. Wo findet das statt, wenn man fragen darf? Das findet statt in der Gläuler Festhalle. In Hürth. In Hürth Gläuel. Da seid ihr also das nächste Mal zu sehen. Ganz das ist prima. Aber eigentlich sind wir hingekommen über unseren Paten Hans Süper. Der hat nämlich vor 5 Jahren bei unserer ersten CD-Präsentation die Patenschaft für uns übernommen. Der unterstützt uns, der ist immer für uns da und ja, durch den durften wir heute Abend hier auftreten. Ich fühle mich hier richtig wohl. Die Stimmung stimmt, das Essen stimmt, der Spaß stimmt. Was will man mehr an so einem Abend? Wir freuen uns jetzt noch auf die Auftritte, die da ausstehen. Also ist immer ein sehr ausgewogenes und ein sehr gutes Programm. Und deshalb, also wir fühlen uns hier richtig wohl. Extra wegen dem Fest hier von unserem lieben Rudi und von der Jenny nach von Gran Canaria hierher gekommen, um hier zu feiern. Immer größer. Wir haben mittlerweile über 500 Mitglieder auf Gran Canaria im FC Köln Fanclub und ist eine tolle Sache. Und Sie sind tatsächlich einer mit der Ersten, die in diesem Verein mit war. Absolut, absolut, ja. Einer, der vom ersten Moment an dabei war. Wenn ich die Freude unter denen sehe, macht aber wieder Freude, mit denen hier zu sein. Ehrenwort.
bald unser zweiter Vorsitzender und bei Said in seiner Kneipe fiel alles an, FC Kanarische Geißböcke. Er ist einer der ersten Stunde. Wir haben mit 6 Mann angefangen. Mit 6 Mann. Kanarische Geißböcke, mit 6 Mann haben wir angefangen. Genau. Ja, aber selbstverständlich, wie vorhin, genau. Center-TV gibt es, kommt Brühl. Ne? Ja, Stadt-TV Brühl. Stadt-TV. Ja, Stadt-TV Brühl ist auch über Facebook. So eine Abkürzung, kann man nicht. Genau wie Angelsportverein AV. Wenn ich jetzt dran. AV ist ausgetragener Verein. Also. Mädchen, ich wünsche euch alles Liebe, ne? Wir kommen gleich auf den Kölschrein. Ja, schön, weiß ich nicht. Ja, schön. Wir kommen gleich auf den Kölschrein. Das war schön. Jetzt sind von Singer Augen, blaue Augen. Ja. Das hätte ich wollte schon gucken. Ne? Ja. Wolltest du so gucken, du? Ja, Hans, vielen Dank. Danke, Ballett. Bei den beiden Mädels. Ich wünsche euch alles Liebe und alles Gleiche vom Herzen. Ich denke, ich werde mit Sicherheit was von dem Konzert hören, das in Ingolstadt. Auf jeden Fall. Ja. Nein, wir haben jetzt frei und trinken jetzt mit dem Hans im Kölsch. Und natürlich auch viele andere gefeiert. Und es ist schon einzigartig in Deutschland, dass eine Stadt 40.000 Leute auf die Beine bringt, um einen Fußballverein bei der Saisoneröffnung zu feiern. Daneben haben wir dann noch verkündet, dass wir für 2 unserer Spieler die Verträge bis 2021 verlängern. Jonas Hector und Bittencourt. Und natürlich gab es einen riesen Applaus für beide. Besonders natürlich für unseren Europameisterschaftsspieler Jonas Hector, der dann in dem Interview immer so ein bisschen schüchtern ist, was natürlich die Begeisterung noch größer macht. Ja, und die Einladung hier für die Kanarischen Geißböcke, die ja mittlerweile, glaube ich, bis zu 300 Mitglieder haben, habe ich gerne angenommen. Deshalb bin ich bei dem herrlichen Wetter hier hingekommen. Hab schon Kölsch und freue mich auf die Unterhaltung und die Diskussion hier mit den Kanarischen Geißböcken. Das klingt doch in der Tat sehr vielversprechend. Und dann habe ich hier nochmal, wo ist er? Dann habe ich hier nochmal einen alten Freund, Hans Süper, den ich, ich bin ja 67. Ne? Als Kind mal gesehen. Genau, ich habe vor dem Fernseher gehockt, ne? Und habe ihn dann begeistert angeguckt und für mich ist das einfach ein Kölner Karneval und Hans Süper ist für mich ein. Ne? Das ist FC. So weit ähnlich ist wie die Doofnuss noch. Ne? Wie der FC. Das ist so gut. Das ist ein toller Mann. Da gehört in der Tat wirklich alles beisammen. Ich finde aber toll, dass ich die Arbeit mache und die Mühe mache, hier hinzukommen, weil es in einem Verein, der sich selbst gegründet hat, mit all den Menschen hier hinkommen, was die aufziehen für den FC, ist heller Wahnsinn. Ja, finde ich auch. Ja. Und deshalb freue ich mich, hier zu sein. Und ich freue mich, dass ich den Hans hier getroffen habe. Ich wünsche alles Gute für den FC sowieso. Danke, ja, ey, das ist jetzt nächste Woche Berlin. Dann würde ich sagen, viel Spaß noch in alle Richtungen. Jetzt erzählen Sie mal, es hat ja ganz klein angefangen mit ein paar Leutchen, womit Sie diesen Verein gegründet haben. Ja, wir haben klein angefangen mit wirklich wenig Leuten. Und dann ist die Idee immer größer geworden, mit dem ersten FC Köln, mit unserem Fanclub. Und jetzt sind immer mehr Leute dabei gekommen. Nicht nur Kölner, wir müssen sagen, wir haben Leute von überall her. Und es hat sich immer weiter so entwickelt und wir haben jetzt
an die 500 Mitglieder. Damit sind wir mit Sicherheit einer mit der stärksten Fanclubs vom 1. FC Köln. Und auch Sie sind jedes Jahr wieder mit dabei, natürlich. Und ja, Sie sind auch, was sind Sie, Kölnerin jetzt oder Spanierin vom Herzen her? Ich bin Spanierin wie immer, aber ich bin auch halbe Kölsch-Mädchen. Ja, und auch hier, wenn man reinschaut, es ist wahnsinnig voll wieder in dieser, auf diesem Sommerfest. Und von wo kommen denn alle Leute her? Wissen Sie das? Luxemburg, Schweden, überall, von überall. Jetzt, heute sind Leute von Luxemburg, von Schweden, von überall. In der Schweiz, kommen aus dem Norden Deutschlands, Österreich. Überall. Es ist wirklich absolut Wahnsinn. Und ja, wahrscheinlich auch wie im nächsten Jahr wird es auch wieder stattfinden. Denn es scheint schon fast eine Tradition jetzt hier zu sein. Ja, es ist eine Tradition und so Jott will, wenn er Jutten mit uns allen meint, dann werden wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Dann lassen wir uns jetzt erstmal überraschen, wie das weitere Programm ausschaut. Ja, und werden einfach noch viel Spaß haben. Danke euch und einen Gruß an alle, die das sehen. Und ein reiches Kölle! Erlaub! Kölle! Erlaub! Kölle! Erlaub! Heute hat der FC, weiß ich, über 25.000 feste Mitglieder. Und das ist eine große Hausnummer. Der FC, einmal FC, immer FC. Geht gar nicht anders. Wenn wir auf Gran Canaria sind, schauen wir regelmäßig FC. Rita bedient uns da. Rudi ist FC-Fan vom Allerfeinsten. Hat man ja auch eben gesehen hier, als Werner Spinner, der Präsident vom FC, kam mit seinem Gefolge. Es war einfach toll, ist einfach klasse. Es ist Gänsehaut pur. FC ist einfach Gänsehaut pur. Da können die anderen Vereine machen, was sie wollen. Aber FC bleibt und ist FC. Na, einen besseren Start in dieses Medium kann man ja kaum haben, wie mit Herrn Zypern zusammen. Ja, das stimmt. Da sind wir auch echt ganz stolz drauf. Aber vor allem, dass wir ihn kennenlernen durften. Also ganz natürlich kennenlernen durften. Die Helga und der sind einfach ganz, ganz tolle Menschen und die sind in unserem Herzchen drin. Ja, da ist er ja. Hans, du darfst ruhig mal zu uns kommen. Eben, ich schürte gerade. Ich bin das neue Elternteil. Ja, genau. Ja. Die beiden habe ich kennengelernt und die haben mich gefragt, ob Marita Körner und ich, ob wir die Partnerschaft übernehmen für die Pate. Ich bin ja neuer Pate jetzt. Ja. Und da habe ich ganz Fehler gemacht. Das sind nette Menschen. Na, das denke ich mir aber auch. Ganz schön, aber es ist leider so was wie hier ist, wenn man so ein Foto hat, so toll gekleidet, tolle Stimmen hat, das stört mich so, wenn die Leute mit Bier da vorne vorbei gehen oder weiß ich, das muss man sehen und hören. Das ist viel zu viel verloren. Viel zu viel verloren. Aber es ist eben so. Es ist so. Hölkel, Hölkel. Ja, auf jeden Fall. So zu schaffen. Ja, wie wir jetzt eben gehört haben, Märchen Sester. Die Eva Watson sitzt da drin, die kennt sie, ne? Ja. Die war ja richtig schwer. Ja, ja, so. Kennst du auch, ne? Ja, ganz aber nett ist. Der Hans hat uns ja eine tolle Bühne quasi. Also wir durften ja maritim bei seinem 66-jährigen Bühnenjubiläum auftreten und das war toll. Das war viel Arbeit. Ja. Nicht zu kriegen, nicht zu kriegen. Ja, auf jeden Fall. Nein, das war toll. Ja, aber selbstverständlich, wie vorhin, genau. Stadt-TV gibt es, jetzt kommt Brühl. Ja, Stadt-TV Brühl. Stadt-TV. Ja, ist Stadt-TV Brühl, ist auch über Facebook. Sind wir abgehört, kann man lesen, genau wie Angelsportverein AV, wenn ich jetzt dran. AV ist ausgetragener Verein, weißt du? Mädchen, ich wünsche euch alles Liebe, ne? Wir kommen gleich auf den Kölsch rein. Wäre schön, freue ich mich, ne? Ja, wir kommen gleich auf den Kölsch. Das war schön. Jetzt sind 20 Euro, blaue Augen sind. Ja. Ich wollte schon gucken. Ja. Ich wollte schon gucken. Ja, Hans, vielen Dank für die Unterstützung bei den beiden Mädels. Ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute vom Herzen. Ich denke, ich werde mit Sicherheit was von dem Konzert hören, das in Glollstadt. Auf jeden Fall, ja. Ihr könnt auch gerne vorbeigucken, wenn ihr Zeit habt. 3.9. 19 Uhr geht es los. Also 19 Uhr ist Einlass. Ja, neben dem Klar. Denke ich, wir werden mal machen. Und so. Der Wäsche kostet alles Geld. Spitze und ja, und ihr macht euch jetzt noch mal kurz drin einen schönen Abend. Und genau. Dann, aber heute kein Auftritt mehr. Nein, wir haben jetzt frei und trinken jetzt mit dem Hans im Kölsch. Macht das, ihr beiden. Dann machen wir. Ja, dann alles Gute für die weitere Zukunft. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.
Und das ist noch alles, alles, alles.